Die Aktienmärkte, so hatte man gestern den Eindruck, sind in so einer Art vorweihnachtlichen Wohlfühlschlaf, wenn gleich an der Wall Street unter der Oberfläche durchaus Interessantes passiert ist, dazu gleich mehr. Aber jetzt wird es plötzlich nochmal spannend, denn Trump droht, die Anfang der Woche erst erreichte Einigung auf das Stimuluspaket außer Kraft zu setzen, nicht zu unterzeichnen, ein sogenanntes Pocket-Veto einzulegen. Das heißt, er steckt einfach diese Bill in die Tasche, um es bildlich zu formulieren, und unterschreibt sie nicht, und damit wäre diese Bill, wäre dieser Stimulus tot. Das ist das große Problem, und jetzt sind plötzlich die Würfel nochmal völlig unentschieden. Jetzt muss die ganze Geschichte in Windeseile neu verhandelt werden. Schauen wir uns die Sache mal im Einzelnen an. Hier Trump gestern typischerweise in einer auf Twitter praktisch gestellten Ansprache wants checks increased to $2,000. Er möchte also, dass die Schecks, die den Amerikanern zugutekommen, von 600 auf $2,000 erhöht werden. Also mehr als das Dreifache. Das würde bedeuten, dass ein Pärchen zum Beispiel $4,000 bekommt. Nicht schlecht, wenn wir uns erinnern, hier war es ja Anfang, in der ersten Corona-Welle waren es $1,200. Also da kann man schon ganz gut davon leben, wenn man jetzt nicht gerade in New York City unterwegs ist. Und dann hat er gesagt, ich will unnötige Passagen dieser Bill will ich raushaben aus dieser ganzen Geschichte. Da sind ja Hilfen für Honduras, für Israel, für Belize, für also verschiedenste Länder, allerdings sind die nicht Teil dieser Bill eigentlich, sondern einer anderen Abmachung, eines anderen Pakets, das nicht zum eigentlichen Stimulus-Deal in Sachen Covid-19 gehört, aber Schwamm drüber. Jedenfalls Trump sagt hier, unterzeichne ich nicht, wir müssen die eigenen Leute mehr fördern, da muss mehr Geld in die eigenen Leute gehen und weniger Geld ins Ausland, America first eben, das ist natürlich klar. Und dann hat er einen Satz gesagt, der auffällig ist. Da sagt er, ja, ich habe den hier auf Englisch, send me a suitable bill or else the next administration will have to deliver a COVID-19 relief package. Also schickt mir, gebt mir ein Stimuluspaket, das okay ist, das anständig ist. Wenn nicht, dann muss es eben die nächste Administration machen, sprich die Biden-Administration, würde man denken. Aber dann sagt er, and maybe that administration will be me. Und vielleicht bin ich diese Administration and we will get it done. Also nach wie vor, hier wird ganz klar gesagt, naja, durchaus möglich, dass ich der nächste US-Präsident bin. Und das macht die ganze Geschichte natürlich noch ein bisschen delikater. Es ist indirekt eine Drohung. Man spricht ja in Insiderkreisen, Berichten von Trump, dass hier über das Kriegsrecht schon diskutiert wird, die Wahl wiederholt werden soll. Michael Flynn, den Trump begnadigt hat, hat das vorgeschlagen, wenn die Berichte stimmen. Jedenfalls ist hier also aus Trumps Sicht die Sache noch nicht gelaufen. Was heißt das jetzt faktisch? Schauen wir uns mal die Konsequenzen an. Zunächst mal ist das natürlich jetzt für die Demokraten und für die Republikaner, die 7 Monate lang verhandelt haben, ein echter Albtraum, denn jetzt ist plötzlich das, was eigentlich schon ausverhandelt war, wieder in Frage gestellt, denn es gibt eigentlich keine Chance, dass dieses Ding jetzt durchgeht. Der Senat könnte hergehen und einstimmig sozusagen diese $2,000 beschließen. Man sagt, okay, wir ersetzen die $600 durch $2,000, das müsste einstimmig passieren. Sehr wenig Chancen, dass das wirklich durchgeht, denn einige Republikaner sagen, nein, nein, das ist viel zu viel. Wir müssen den Leuten Anreize geben, zu arbeiten, produktiv zu sein und sie nicht sozusagen hier durchzufüttern. Jetzt kommt noch dazu, dass am 29. Dezember der Government Shutdown droht. Also die US-Behörden schließen müssen, die Verwaltung der USA schließen muss, weil das Geld eben ausgeht. Und jetzt ist die einzige Hoffnung, sagt Manu Raju, der ein politischer Beobachter ist in den USA, dass Trump sozusagen dieses Pocket-Veto nicht macht, also letztendlich dann diese Bill noch unterschreibt, aber mit diesen $2,000, wie will man das in der Kürze jetzt irgendwie noch hinkriegen, denn das ist innerhalb des Paketes, das bis 29. Dezember verabschiedet werden muss, dann kann man vielleicht versuchen, doch irgendwie die Regierungsbehörden offen zu halten und vielleicht die ganze Geschichte rauszuziehen bis zur Biden-Administration, aber auch dann wird das ja wieder schwierig. Das heißt, es würde mindestens dann eben noch einen oder knapp einen Monat dauern, bis dann diese Schecks, die eigentlich ja jetzt in der Woche schon rausgehen sollten,
bis diese Schecks dann wirklich kommen, beziehungsweise in der nächsten Woche. Also die Amerikaner wollten direkt nach Weihnachten dann diese Schecks herausschicken und das würde sich dann um praktisch vier Wochen mindestens verzögern, was viele in echte Nöte bringen würde. Und jetzt eben die Frage, wie kann man hier vorgehen? Letztendlich wird jetzt wahnsinnige Konfusion in Washington der Fall sein. Die Frage ist, fahren die Herrschaften alle dann vom Senat nach Hause in ihre jeweiligen Heimatbundesstaaten oder was wird da passieren? Jedenfalls auffällig ist, dass Trumps Team unter Führung von Mnuchin ja diesen Deal eigentlich verabredet hat. Und jetzt sagt Trump plötzlich, nee, ist nicht, habe ich mir so nicht vorgestellt. Gucken wir mal an, wir haben hier im Abgeordnetenhaus Zustimmung 359 zu 53 Stimmen, wir haben im Senat 92 Stimmen zu 6 Stimmen und jetzt sagt er, nee, aber mir passt das nicht, also dann hätte er gleich sagen sollen, nee, Mnuchin, Steve Mnuchin, so können wir das nicht verhandeln, wenn das drin ist, dann bin ich nicht bereit, diese Geschichte mitzutragen. Also das wird jetzt nochmal ein lustiges Spiel. Auch interessant ist, dass gestern bekannt geworden ist, dass Rosemary Rablich, die lange Zeit bei der Deutschen Bank für Donald Trump zuständig ist, plötzlich ihren Rücktritt eingereicht hat, ihre Kündigung eingereicht hat. Sie wird zum 31.12. ausscheiden, also sehr, sehr schnell. Was ist da los, könnte man fragen. Und jetzt noch anderes Thema, andere schillernde Gestalt neben Donald Trump, das ist Elon Musk. Der reagiert hat auf diese Ankündigung, auf diese schwammige Ankündigung von Apple, letztendlich in den Markt für Elektrofahrzeuge einzusteigen. Die Amerikaner stellen sich das irgendwie total einfach vor. Ja, kein Problem. Wir haben hier schon mit der Volkswagen jetzt den ID3, der wirklich ein Massenprodukt ist, das deutlich häufiger verkauft wird inzwischen als eben die Tesla-Fahrzeuge. Und man stellt sich vor, naja, Apple bis 2024, 25 und dann haben die sofort ein Spitzenauto. Das wird natürlich ein sehr, sehr langer Prozess. Das ist sehr, sehr schwierig. Da braucht man die Hilfe eines anderen Autobauers. Aber Schwamm drüber. Jedenfalls hat Elon Musk getwittert in den dunkelsten Tagen des Model 3, damit bezieht er sich auf das Jahr 2018, habe ich versucht, Tim Cook von Apple zu erreichen, um die Frage zu erläutern, ob Apple vielleicht Tesla kaufen will. Damals wäre so Elon Musk der Preis ein Zehntel dessen gewesen, was jetzt der Fall ist. Jetzt knapp über 600 Milliarden Dollar die Bewertung. Aber er hat nicht einmal einem Treffen zugestimmt und das ist eine interessante Aussage, zeigt, wie Elon Musk diese Geschichte doch ernst nimmt. Er sieht darin wirklich einen Konkurrenten offenkundig, sonst würde er das nicht twittern. Aber hier vielleicht eine Anmerkung eines Twitter-Kanals, der sagt, ja, Elon Musk bestätigt einmal mehr, dass praktisch Tesla so gut wie insolvent war im Jahr 2018, obwohl man gegenüber der SEC genau das Gegenteil behauptet hat. Also, liebe Leute, wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 600 Milliarden Dollar bei Tesla und 2018 wäre fast das Licht ausgegangen. Und es ist ja nicht so, dass Tesla jetzt so immens viel mehr Autos verkauft, dass sich die Ertragslage so deutlich verbessert hätte. Ja, man hat ein paar Kapitalerhöhungen gemacht, zieht also praktisch den Aktionären das Geld ein bisschen aus der Tasche und bucht es um, wenn man so will, in die eigene Bilanz. Aber das ist schon sportlich. Schauen wir uns mal die sportlichen Bewertungen an. Irgendwie gibt es da schon gewisse Parallelen zwischen den Charts von Apple und Tesla. Apple aber allerdings 2,24 Billionen Dollar wert. Tesla, wie gesagt, 600 Milliarden. Und hier ein Kommentator bei Finanzmarktwelt, der passenderweise, richtigerweise angemerkt hat, es passt zum amerikanischen Weltbild, dass der einzige Konkurrent für Tesla auch aus den USA kommen muss. Dabei ist der wirkliche Konkurrent Volkswagen oder andere, Toyota vielleicht, aber nicht absehbar, nicht eben Apple, aber die Wall Street hatte so ihre eigene Denke. Kommen wir noch zu dem Thema Corona, hohe Zahlen wieder aus Deutschland, vor allem Todeszahl sehr, sehr hoch. Auch in den USA ähnliches Bild. Jetzt meldet CNBC, naja, diese Corona-Mutation dürfte schon in den USA angekommen sein. Und die CDC, also die Gesundheitsbehörde in den USA, sagt, ja, es ist wahrscheinlich, dass eben diese Mutation dann durch britische Einreisende in die USA kommen wird. Die Amerikaner verzichten auf jede Testung der Briten, die da einreisen in die USA. Das heißt, diese Geschichte wird natürlich bald in den USA auch grassieren. Ich bin gespannt, wie die Märkte darauf reagieren. Aber erstaunlich, Japan hat zum Beispiel jetzt alle Einreisen aus UK verboten. Die Europäer haben fast geschlossen alle Einreisen aus UK verboten. Nur die Amerikaner stellen wieder auf
stur und lassen einfach mal weiterlaufen. Kommen wir noch zu den Märkten. Wir haben hier den S&P 500 im Chart von Michael Silver von Figuring Out Your Money. Wir sehen, wir sind in diesem Aufwärtstrendkanal, haben oben möglicherweise noch ein Ziel, aber drohen eben auch aus diesem Aufwärtstrendkanal beim S&P 500 rauszufallen. Das wird jetzt eine spannende Geschichte. Insgesamt haben wir gestern, und das ist wirklich interessant, ja gesehen, der S&P war negativ, der Dow Jones war negativ, Nasdaq hat es so um und bei noch gerade ins Positive geschafft und vor allem der positivste Index war der Nebenwerteindex Russell 2000, der hat 0,9% gewonnen und gleichzeitig war der Breath so negativ wie noch, oder seit 1979 ist es nicht vorgekommen, dass der Russell 0,9% gewonnen hat und der Breath so negativ war. Breath ist sozusagen die Zahl der steigenden in Relation zu den fallenden Aktien und es sind gestern viel mehr Aktien gefallen als gestiegen, gleichwohl der Russell 2000 deutlich positiv. Und abschließend vielleicht noch hier diese Aussage von Mark Hussman, ein normalerweise relativ bärischer Fondsmanager, wenn man so will, aber er hat hier, glaube ich, einen Punkt. Er sagt nämlich, when people say that extreme market valuations are justified by interest rates, also wenn die Leute sagen, ja, wir haben extreme Bewertungen, aber die sind gerechtfertigt, weil wir ja die Zinsen bei Null haben. What they are actually saying is that it is reasonable for investors to price the stock market for long-term returns of 0%, because bonds are also priced for 0%. Also wer das behauptet, dass die hohe, extrem hohe Bewertung gerechtfertigt sei, der Aktien, weil eben die Zinsen bei Null sind, der sagt ja, es ist eben dann auch gerechtfertigt, dass der zukünftige Ertrag bei 0% ist, eben wie es auch bei Anleihen der Fall ist. Das ist natürlich schon ein Punkt, hier Bewertungen zu rechtfertigen mit niedrigstem Zinsniveau führt in die Irre. Dass Bewertungen keine Rolle spielen, ist sozusagen die Blase. Im Gefolge der Dotcom-Blase, der Immobilienblase haben wir jetzt die Bewertung spielt keine Rolle, Blase. Also das bringt hier Hussman sehr, sehr gut auf den Punkt. Also, das ist die Situation jetzt. Mit Brexit geht es hin und her. Erst der Bericht, ja, vor Weihnachten wird es auf keinen Fall einen Deal geben. Jetzt vielleicht doch heute noch ein Deal. Ich halte das für unwahrscheinlich, aber wir werden sehen. Jetzt kommt diese Stimulus-Geschichte in den USA in den Vordergrund und ich bin gespannt, wie die Wall Street jetzt darauf reagiert. Das wird interessant sein zu beobachten. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und sage Ihnen Servus und Ciao. Heute Abend nochmal ein Marktgeflüster und dann geht's am Montag weiter. Am nächsten Montag nochmal die drei Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch bis zu Silvester. Ich sage Servus und Ciao.